Der Grand Canyon ist Amerikas meistbesuchtes Naturwunder. Und doch gibt es Stellen, an denen noch nie ein Mensch war. Dies ist ein Land voller Rätsel und Geheimnisse. Wir müssen die Hinweise zusammenfügen, um zu verstehen, wie dieses Gebilde entstand. Eine Forschungsexpedition enthüllt den unbekannten Grand Canyon. Von den höchsten Klippen bis zum tiefsten Grund. Eine Wildnis voller rätselhafter Wesen. Der Grand Canyon ist Amerikas Naturjuwel. Der Südwesten der USA weist viele markante Landschaften auf. Die wohl spektakulärste ist eine gewaltige Schlucht. Es ist eines der wenigen Naturwunder weltweit, die sogar aus dem All zu erkennen sind. Der Grand Canyon ist rund 450 Kilometer lang. Seine Felswände ragen stellenweise mehr als 1,5 Kilometer empor. Jedes Jahr besuchen etwa 5 Millionen Touristen dieses einzigartige Naturmonument und genießen die atemberaubende Aussicht. Viele Geheimnisse des Grand Canyon bleiben ihren Blicken jedoch verborgen. Um sie aufzuspüren, muss man hinunter zum Grund der tiefen Schlucht. Zum Colorado River, jene Naturkraft, die all dies hier erst schuf. Lees Ferry ist der östlichste Punkt des Canyons. Hier laufen die letzten Vorbereitungen für eine 2-wöchige Flussfahrt im Dienst der Forschung. Martha Hahn leitet die Expedition. Das Team will den Colorado in der ganzen Länge des Grand Canyon befahren. Nur so lassen sich die interessantesten Plätze erreichen, weiß Martha Hahn. Es gibt Stellen im Grand Canyon, die beinahe so entlegen sind wie Inseln im Himmel. Martha will Forschergruppen aufsuchen, die sie vorausgeschickt hat. Die Teams arbeiten bereits an verschiedenen Stellen entlang des Flusses. Jede Gruppe hat eine Aufgabe. Jede soll ein wissenschaftliches Rätsel lösen. Darunter auch das größte von allen, wie Erdwissenschaftler Carl Bowman erklärt. Wenn man die Felswände des Grand Canyon betrachtet, erinnert das an den Anblick der Sterne. Man verspürt Ehrfurcht vor den extrem langsamen Prozessen, die hier seit unvorstellbar langer Zeit am Werk sind. Viele Aspekte rund um den Canyon sind den Forschern immer noch ein Rätsel. Ein Fluss, der eigentlich in umgekehrter Richtung fließen sollte. Gesteinsschichten mit extrem unterschiedlichem Alter, die direkt aufeinander liegen. Der Ursprung dieses Naturwunders. Seit beinahe einem Vierteljahrhundert erforscht Carl Bowman die geologischen Geheimnisse des Grand Canyon. Und manche Ecken hier sind besonders interessant. Rund 50 Kilometer flussabwärts erreicht die Expedition eine Schlüsselstelle für die erdgeschichtliche Einordnung des Canyons. Diese gewaltige natürliche Felsformation namens Red Wall Cavern ist ein Beweis für die Kraft des Wassers.
Geformt wurde sie durch Sand, den die Wassermassen mit sich führten, erläutert Carl Bowman. Der Sand im Wasser scheuert die Wände langsam ab. Er entfernt das Gestein entlang der Krümmung dieses Wirbels und der Fluss höhlt Redwall Cavern immer weiter aus. Fossilien in den Felswänden zeugen davon, dass der Boden des Canyons einst der Grund eines Ozeans war. Hier finden sich Überreste vieler Wasserpflanzen. Sie wuchsen in ganzen Gärten am Meeresboden und filterten Futter aus dem Wasser. Mit Hilfe der Fossilien bestimmten Forscher das Alter des Gesteins mit 340 Millionen Jahren. Diese Datierung ist wichtig, denn nicht weit flussabwärts wird die zeitliche Abfolge der Gesteinsschichten jäh unterbrochen. Das Team nähert sich einer Lücke von mehr als 1 Milliarde Jahren in der geologischen Zeitskala, die bisher kein Forscher so recht erklären kann. Bekannt ist inzwischen jedoch, dass der Canyon nicht etwa durch langsame, gleichmäßige Erosion entstand, sondern schubweise durch gewaltige Flutwellen. Ein Hinweis darauf sind die Stromschnellen des Colorado River. Eines der gefährlichsten Wildwasserreviere der Welt. Dem Expeditionsteam steht eine turbulente Etappe bevor. Der Grand Canyon weist im Durchschnitt etwa alle 3 Kilometer eine große Stromschnelle auf. Ihre Entstehung verrät auch, wie der Canyon selbst geformt wurde. Wenn es in Arizonas Wüste regnet, gehen meist heftige Gewitter nieder. Weite Gebiete werden überschwemmt. Nach und nach sammeln sich die Wassermassen in unzähligen ausgetrockneten Bachbetten und schmalen Kanälen. Sie alle strömen Richtung Grand Canyon. Das Wasser trifft mit der Kraft einer Sturmflut auf den Lauf des Colorado River. Stark genug, um ganze Felsen mitzureißen und an anderer Stelle im Flussbett abzulagern. Bei jeder Einmündung eines Seitentales gibt es daher eine Stromschnelle. Gewaltige Fluten formten auch den Grand Canyon selbst. Bis der Mensch dem einen Riegel vorschob. Der Glen Canyon Staudamm, etwa 25 Kilometer flussaufwärts des Grand Canyon. Er wurde in den 1960er Jahren zur Stromgewinnung errichtet. Doch das mächtige Bauwerk hatte schwerwiegende Auswirkungen auf den Grand Canyon. Unterhalb des Stausees führte Colorado deutlich weniger Wasser als zuvor. Durch den Damm verlor er entscheidend an Kraft. Seither wird der Grand Canyon nicht mehr tiefer. Die Stromschnellen hingegen bekommen weiterhin Zuwachs durch die Fluten aus den Nebenschluchten. Die Stromschnellen der Upper Granite Gorge zählen zu den gefährlichsten. Überall lauern große Felsbrocken. Und das Wasser ist stellenweise kälter als 10 Grad. Die Ursache für die eisigen Temperaturen ist einmal mehr das Bauwerk aus Menschenhand.
Durch den Glen Canyon Damm wird Wasser aus dem Stausee abgelassen. Allerdings vom kalten Grund des tiefen Sees. Damit hat der Staudamm auch das natürliche Gleichgewicht im Grand Canyon zerstört. Das betrifft besonders ein eigenartiges Wesen, den Humpback Chub, einen Karpfenfisch. Der Zusammenfluss von Colorado und Little Colorado River. Hier versuchen der Biologe Brian Clark und seine Kollegen, eine der gefährdetsten Fischarten des Grand Canyon zu retten. Der Humpback Chub ist eine uralte Fischart. Er hat seit mehr als 1 Million Jahren nahezu unverändert überlebt. Sie sehen wirklich alt aus. Ich habe großen Respekt davor, dass sie in einer sich wandelnden Umwelt so lange überleben konnten. Der Humpback Chub ist einer der am längsten lebenden Süßwasserfische der Welt. Manche Exemplare wurden mehr als 30 Jahre alt. Doch nun ist er vom Aussterben bedroht. Es gibt nur noch geschätzte 6000 Fische. Ein Grund dafür ist die Wassertemperatur. Die Fische benötigen zur Fortpflanzung warmes Wasser. Nachdem der Glen Canyon Damm die Wassertemperaturen sinken ließ, schrumpften die Bestände des Humpback Chub drastisch. Den restlichen der urzeitlichen Fische blieb nichts anderes übrig, als in den wärmeren Little Colorado zu fliehen, ihr letztes Laichrevier im Grand Canyon. Aber mittlerweile taucht bereits die nächste Bedrohung auf. Einer der gefährlichsten Fressfeinde des Humpback Chub wandert den Fluss hinauf, der eingeschleppte Felsenbarsch. Er breitet sich unkontrolliert immer weiter flussaufwärts aus. Eines Tages könnte er es hierher in den Little Colorado schaffen und sich über die jungen Humpback Chubs hermachen. Sollte der Felsenbarsch jemals den Little Colorado River erreichen, könnte dies das Ende für den urzeitlichen Karpfenfisch bedeuten. Es wäre ein weiterer Beweis für die negativen Folgen menschlichen Handelns, selbst in einem so gewaltigen Lebensraum wie dem Grand Canyon. Carl Bowman geht unterdessen einer der großen ungelösten Fragen zu diesem Naturwunder nach. Warum fließt der Colorado River nicht in die entgegengesetzte Richtung? Beinahe 150 Jahre lang glaubten die Wissenschaftler, dass der Colorado stets in dieselbe Richtung geflossen war und dabei nach und nach den Grand Canyon in das Gestein gegraben hatte. Heute weiß man es besser. Was sich hier vor rund 5 Millionen Jahren ereignete, ist geologisch gesehen eigentlich unmöglich. Damals floss der Colorado River von Norden nach Süden. Der Logik zufolge hätte er das auch im weiteren Verlauf tun sollen. Aber es kam anders. Der Fluss biegt an einer Stelle innerhalb weniger Kilometer plötzlich scharf nach rechts ab. Das Problem dabei, von dort weg führt das Gelände eigentlich bergauf. Eine 600 Meter hohe Hügelkette versperrt den Weg. Was ist hier passiert? Und wie konnte der Fluss die Bergkette durchschneiden? Wir haben viele Ideen, aber wir wissen es nicht. Wir versuchen immer noch, dieses Rätsel zu lösen. Ein Ansatz geht davon aus, dass der Colorado ursprünglich in die entgegengesetzte Richtung floss wie heute und ein unbekanntes Naturereignis seinen Lauf umkehrte. Einer anderen Theorie zufolge entstand der gesamte Grand Canyon, als ein riesiger urzeitlicher See schlagartig eine gewaltige Flutwelle freisetzte, die die Bergkette durchbrach. Mhm.
Die Geologen erforschen den Canyon schon seit 150 Jahren und haben dabei Unmengen an Wissen angehäuft. Doch die großen Fragen zu Grand Canyon und Colorado bleiben offen. Die ersten Menschen hier hatten ihre eigenen Vorstellungen, wie der Grand Canyon entstand. Octavius Siatua vom Stamm der Zuni ist ein wichtiger Teilnehmer der Expedition. Unser Volk kam aus der vierten Unterwelt. Das höchste Wesen wollte, dass unser Volk zum Sonnenlicht emporgelangt und lehrte unsere Vorfahren, sich in Menschen zu verwandeln. Als sie herauskamen, besaßen sie Schwimmhäute an den Händen und einen Schwanz und erinnerten so an Eidechsen. Octavius soll helfen, einige wichtige archäologische Fragen zu klären. Waren die ersten Menschen im Grand Canyon vielleicht weiterentwickelt und zahlreicher als vermutet? Gab es ständig bewohnte Siedlungen? Wir haben noch einen Bezug zu diesen Gebieten. Wir arbeiten mit der Parkleitung zusammen. Wir helfen den Archäologen, Funde zu identifizieren und liefern Informationen zu den Grabungsstätten. Das Archäologenteam der Expedition ist weiter flussabwärts gelandet. Die Forscher suchen nach Hinweisen auf die Ureinwohner, die hier lebten. Wie viele waren es? Und wie überlebten sie an diesem wilden und unwirtlichen Ort? Elf Stämme lebten im Canyon, einschließlich der Zuni von Octavius. Aber wie lange? Zogen sie nur durch oder wohnten sie ständig hier? Dies ist unsere Mutter, der Schoß, aus dem die Völker kamen. Ich wurde Medizinmann und bin dazu bestimmt, in den Canyon herunterzukommen. Als Medizinmann erfuhr Octavius Siatua die mündlichen Überlieferungen seines Stammes. Dank des uralten Wissens ist er in der Lage, die Felszeichnungen seiner Vorfahren zu deuten. Aus den Überlieferungen der Zuni lernen auch die Archäologen, wie die einstigen Bewohner des Canyons lebten und überlebten. Das Klima schwankte von Jahr zu Jahr. Dürren kamen ebenso wie Regenzeiten. Doch sie fanden stets einen Platz zum Überleben. Mit all den modernen Hilfsmitteln versuchen wir, das harte Leben unserer Vorfahren hier nachzuvollziehen. Auf der Forschungsreise durch den Canyon besucht Octavius mit Expeditionsleiterin Martha Hahn bekannte Grabungsstätten. Hoch oben in einer Felswand namens Nenkowib untersucht Octavius Speisekammern, die von umherziehenden Jägern und Bauern genutzt wurden. Das dürften Lager für Mais, Bohnen und Agaven gewesen sein, die sie zum Überleben nutzten. Octavius hofft, dass die Entdeckungen der Archäologen weiter flussabwärts den letzten Beweis liefern werden, dass der Canyon ständig bewohnt war. Der Zuni bezeugt seinen Ahnen auf seine Weise Respekt. Der Gesang des Medizinmanns soll den Vorfahren zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Octavias Volk verließ den Canyon schon vor Hunderten von Jahren. Nun will er helfen, das Andenken seines Stammes zu bewahren. Ein Stück den Colorado hinab liegt eine Ausgrabungsstätte, die beweisen könnte, dass hier einst durchgehend bewohnte Siedlungen existierten.
Das Archäologenteam der Expedition arbeitet bei Palisades Creek am Ostufer des Colorado. Es ist die erste große Ausgrabung im Grand Canyon seit 40 Jahren. Lisa Lieb und ihr Team suchen nach Hinweisen, dass hier das ganze Jahr über Menschen lebten. Wir haben hier 6 Fundstellen entlang der Mesquite-Büsche und dort in dieser Richtung. Die Schlüsselfrage, ob dies eine permanent bewohnte Siedlung war, könnte durch eine wichtige Entdeckung beantwortet werden. Eine unterirdische Kammer. Lisa glaubt, es könnte sich um eine Kiva handeln, einen Raum, wie er auch heute noch Pueblo-Indianern als Kultstätte dient. Lisa hofft, dass Octavius Wissen über Riten und Kiva-Formen die Bedeutung des Fundes bestätigen. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Glück wir haben, mit Stämmen zusammenzuarbeiten, die bereit sind, ihr Wissen mit uns zu teilen. Wir berichten, was wir finden, und sie erklären uns die Funktion. Es ist ein großartiges Team. Hinweise auf eine Besiedlung des Canyons finden sich auch in der Natur, weiß die Archäologin Jan Balsam. Jeder Archäologe wünscht sich eine Zeitmaschine, um zu erleben, wie es wirklich war, so vor 1000 oder 2000 Jahren. Jan Balsam erforscht einen verborgenen Seitencanyon namens Deer Creek. Botaniker haben sie auf Pflanzen aufmerksam gemacht, die hier ursprünglich nicht vorkamen. Balsam kommt an 1000 Jahre alten Handabdrücken vorbei, die im trockenen Wüstenklima perfekt erhalten geblieben sind. Ein Beweis, dass Menschen hier waren. Aber kein Beweis für eine dauerhafte Besiedlung. Etwas außerhalb des Canyons findet die Archäologin, wonach sie gesucht hat. Agaven, eine Kaktusart, die die Ureinwohner als Nahrungsmittel anpflanzten. Wir wissen, dass sie eingeführt wurden. Weder Wind noch Vögel können sie hierher verfrachtet haben. Diese Pflanzen bezeugen menschliche Aktivitäten hier vor rund 1000 Jahren. Die Reste von Terrassenmauern an den Hängen bestätigen diese These. Und was die Forscher bei Palisades Creek gefunden haben, könnte sich als archäologischer Glückstreffer herausstellen. Moderne Forschung, gepaart mit uraltem Wissen, ist das Erfolgsrezept, mit dem die Vergangenheit der Menschen im Grand Canyon langsam enthüllt wird. Nun ist die Meinung des Medizinmanns gefragt. Er soll klären, ob es sich hier tatsächlich um eine Kiva handelt. Dort in der Nische wurden die Utensilien für Zeremonien aufbewahrt. Und der umlaufende Sockel beweist, das ist eine Kiva. Kein Zweifel. Das Archäologenteam hat einen Versammlungsraum entdeckt. Ein wichtiger Fund. Vielleicht die größte permanente Siedlung, die es je im Grand Canyon gab. Es passt zu dem, was ich da oben bei Nankoweap verspürte. Als ich gesungen und gehofft habe, dass man hier eine Kiva findet. Jede neue Entdeckung bedeutet einen weiteren Mosaikstein für das wissenschaftliche Bild des Grand Canyon. Und die Reise den Colorado River hinab verspricht noch mehr Entdeckungen. Der Grand Canyon wirkt unwirtlich und lebensfeindlich. Überall schroffe Felsen und karge Klippen. Doch die gewaltige Schlucht beherbergt 5 der 7 Ökosysteme der Erde, wie die Botanikerin Lori McCarrick erläutert, vom Hochgebirge bis zur Wüste.
Würde man von Kanada bis nach Mexiko wandern, entspräche die Veränderung der Vegetation jener, die man beim Abstieg vom nördlichen Rand des Canyons bis zu seinem Grund erlebt. Die Pflanzenexperten der Expedition sind bereits unterwegs. Kyle Christie und Brian Reeve arbeiten an einem Projekt, bei dem die Vegetation des Nationalparks erfasst werden soll. Wer im Grand Canyon arbeitet, entwickelt eine intensive Beziehung zu dieser Landschaft. Man könnte hier mehrere Leben verbringen und doch nur einen Bruchteil sehen, so riesig ist es. Computerexperte Steve Metz will aus den Daten der Untersuchung am Boden und Luftaufnahmen eine Karte der Vegetation im gesamten Grand Canyon erstellen. Die Vegetation ist eine grundlegende Information, um den Park besser verwalten und für künftige Generationen erhalten zu können. Nicht weit vom Fluss entfernt trifft die Hauptexpedition auf das Botaniker-Team von Lori McCarrick. Es ist eine echte Herausforderung, in dieser Gegend zu arbeiten. In diese entlegenen Gebiete verschlägt es kaum einen Menschen. Hier dürfte es viele Arten geben, von denen wir nichts wissen. Sie könnten auftauchen und verschwinden, ohne dass wir es mitbekommen. Die Forscher suchen nach winzigen Lebensformen. Gemeinschaften mikroskopisch kleiner Organismen halten die Erdkrume zusammen, die so Wasser speichert und Pflanzensamen keimen lässt. Diese kryptobiotische Kruste enthält hauptsächlich Cyanobakterien und ist von größter Bedeutung für die Pflanzenwelt des Canyons. Ohne sie würde der Boden durch Erosion abgetragen und Pflanzen gingen verloren. Doch die liebende Kruste ist extrem empfindlich. Ein einziger Tritt kann eine ganze Gemeinschaft von Kleinstlebewesen auslöschen, betont Lori McCarrick. Viele Menschen haben keine Ahnung von diesen kleinen Flecken. Sie denken nur an Sonnenuntergänge und schöne Aussicht. Aber wenn man den Boden näher betrachtet, erkennt man, dass es viele solcher schützenswerter Stellen gibt. Wenn die Untersuchung am Boden beendet und die Vegetationskarte des Grand Canyon fertig ist, steht den Forschern ein einzigartiges Werkzeug zur Verfügung. Dann werden sie in der Lage sein, die Veränderung der Pflanzenwelt hier zu verfolgen. Für Steve Metz ein mögliches Anzeichen der Erderwärmung. Veränderungen der Vegetation wären ein Indiz für den weltweiten Klimawandel und die Erwärmung der Erde und dass dies Folgen für die Natur hat. Die Beobachtung der Pflanzen im Grand Canyon ist ein langfristiges Projekt. Sehr viel dringender ist der Schutz der Tierwelt im Nationalpark. Zwei der größten Kreaturen bedürfen besonderer Anstrengungen. Der scheue Berglöwe, auch bekannt als Puma. Und der akut gefährdete kalifornische Kondor. Hier folgt ein Nationalpark-Team dem Funksignal eines Pumas mit Halsbandsender im Hinterland des Grand Canyon. Leiter Arby Ward, Wildhüterin Lori Rome und Biologin Rosa Pallarino fürchten, dass der Puma mit der Bezeichnung P14 den Park verlässt, in Richtung einer Hauptstraße. Er dürfte ziemlich nahe sein. In westlicher Richtung fällt das Gelände ab. Dort gibt es eine Rinne. Er ist wohl direkt unterhalb von uns. Innerhalb eines Jahres wurden zwei Pumas des Nationalparks von Autos angefahren und getötet. Die Forscher hoffen, dass Puma P14 umkehrt und wieder in den Park zurückwandert. Er ist höchstwahrscheinlich in der Rinne unter uns, keinen Kilometer entfernt. Wahrscheinlich sogar näher, vermute ich.
Das Team ist P14 bis auf 200 Meter nahe gekommen. Pumas sind sehr scheu und meiden die Begegnung mit Menschen, wo sie nur können. Dann die Erfolgsmeldung. Du hast ihn. Das Funksignal zeigt an, dass der Puma tatsächlich die Richtung geändert hat und in sicheres Gelände wandert. Die Daten müssen genügen, denn hier verbietet sich jeder direkte Kontakt mit Pumas. Der Grund dafür ist eine Tragödie, die sich Ende 2007 zugetragen hat, erzählt Chefbiologe R.B. Ward. Eric York war Experte für Interaktionen zwischen Raubtieren und Menschen, einer der besten Biologen, mit denen ich je gearbeitet habe. Ende Oktober 2007. Eric York empfängt ein Signal vom Funkhalsband des Puma-Weibchens P13. Es meldet den Tod des Tieres. Eric spürte es auf. Er fand das Weibchen tot und wollte wissen, woran es gestorben war. Eric trug den Puma zu seinem Auto und fuhr zur Zentrale der Nationalparkverwaltung. Dort führte er eine Untersuchung durch, um die Todesursache zu ermitteln. Als er den Kadaver öffnete, hatte er keine Ahnung. Er bekam eine volle Ladung Lungenpest ab. Lungenpest ist die bösartigste Form der Pest. Dem schwarzen Tod fiel im Mittelalter ein Drittel der europäischen Bevölkerung zum Opfer. Es ist kaum bekannt, dass die Pest bei Tieren im gesamten Südwesten der USA heute noch vorkommt. Sie wird durch Flöhe von Nagetieren übertragen. Eine Reihe extrem unwahrscheinlicher Umstände führte dazu, dass Pesterreger von einem infizierten Nager auf das Puma-Weibchen P13 und schließlich auf Eric York übertragen wurden. 5 Tage später starb er. Die Chancen für einen tragischen Fall wie den von Eric York stehen 1 zu 1 Million. Sehr viel häufiger ist es die Tierwelt, die unter dem Kontakt mit Menschen zu leiden hat. Das gilt selbst für jene Tiere, die sich hoch über dem Canyon in die Lüfte schwingen. Der kalifornische Kondor ist eine der am meisten gefährdeten Vogelarten der Welt. Er lebt nur im Südwesten der Vereinigten Staaten. Ein Wissenschaftler hier am Grand Canyon glaubt, dass er die Antwort auf eine der wichtigsten Fragen gefunden hat. Warum der kalifornische Kondor beinahe ausgestorben ist. Er ist einer der größten Vögel der Welt. Heute leben nur noch etwa 300 Exemplare, die Hälfte davon in freier Wildbahn. Der Grand Canyon ist eines ihrer letzten Rückzugsgebiete. Aber wie lange noch? Seit mehr als 10 Jahren züchten Forscher einer privaten Stiftung kalifornische Kondore und entlassen die Jungvögel im Grand Canyon in die Freiheit. Einer der Biologen ist Chris Parrish. Der niedrigste Bestand der gesamten Art waren 22 Tiere. Wir begannen 1996 damit, Vögel freizusetzen. Und heute haben wir hier 64 Exemplare. Chris Parrish leitet ein Team, das die Kondore im Grand Canyon ständig überwacht. Dabei stoßen die Forscher auf ein Problem. Immer wieder sterben Vögel auf unerklärliche Weise. Now this is where we'll need help holding the feet. 8 Jahre lang untersuchte Chris Parrish das Blut von Kondoren. Als häufigste Todesursache stellte der Biologe eine Bleivergiftung fest. Aber woher stammte das Blei? Das Ganze war ein Rätsel.
Doch die Symptome waren eindeutig. Das Verdauungssystem ist gelähmt. Sie fressen andauernd, denn sie haben Hunger, aber ihre Eingeweide arbeiten nicht mehr. Meistens sterben sie an einer Infektion durch das faulende Futter im Körper, weil das Verdauungssystem nicht funktioniert. Chris' Forschungen lieferten einen möglichen Hinweis. Die meisten Kondore waren nach dem Ende der Jagdsaison in der Umgebung des Grand Canyon gestorben. Chris vermutete, dass die Vögel Fleisch von Tieren fraßen, die mit Bleigeschossen getötet worden waren. Sollten Fragmente dieser Geschosse die Todesursache sein? Chris startet eine Versuchsreihe auf einem Schießstand. Er feuert handelsübliche Bleigeschosse in ein Fass mit Wasserbehältern. Und sofort erkannten wir, Moment, hier ist etwas. Hier können Sie es selbst sehen. Wir fanden zwischen 500 und 700 Partikel. Die werden verstreut und liegen draußen herum. Chris entdeckte, dass stets winzige Bleifragmente zurückbleiben, egal wie sorgfältig die Jäger ihre Beute davon säubern. Die Menge genügt, um die Kondore zu vergiften und zu töten. Chris startet einen zweiten Versuch. Diesmal feuert er eine Bleikugel und ein bleifreies Geschoss. In einem Block mit Ballistikgel. Hier sind zwei Schusskanäle. Der rechte stammt von der Bleikugel. Man erkennt die Partikel. Der linke Schusskanal stammt von einem bleilosen Geschoss, das glatt durch den Block ging. Die Bleikugel hinterlässt hunderte Fragmente im Gel. Das bleifreie Geschoss bleibt hingegen intakt. Es kann leicht aus jeder Beute entfernt werden und ist ungiftig für die Kondore. Chris will die Jäger überzeugen, Munition ohne Blei zu verwenden. Wir hatten großen Erfolg und bekamen die Unterstützung der Jäger. Sie begannen, bleifreie Munition zu verwenden, die nicht in hunderte Partikel zersplittert. Der Fall des kalifornischen Kondors zeigt, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, welch verheerende Folgen selbst geringste Eingriffe in die Natur haben können. Wir haben dank Wissenschaft und Forschung die Chance zu vermeiden, dass menschliche Ignoranz zum Verlust einer Art führt. Doch kaum ist ein Problem gelöst, taucht ein neues auf. Neben der Station ist Chris und seinen Kollegen auf einem Felsvorsprung etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Es hat keinen Zweck. Der Kondor ist tot. Was denkst du, ist passiert? Ich weiß nicht, letztes Mal war es Blei. Das ist ein großer Verlust. Die Forscher müssen die Ursache finden. Es war Vogel 162, nicht wahr? Ja, es war ein geschlechtsreifes Weibchen. Wie lang glaubst du, ist sie da unten gelegen? Sicher einen Tag. Sie bringen das tote Kondorweibchen in ihr mobiles Labor, wo Chris den Kadaver röntgt. Oh nein. Was ist das da oben? Ein $0.25. In der Speiseröhre des Kondors steckt eine Münze. Das Weibchen konnte nicht mehr fressen und erlitt einen langsamen, grausamen Tod. Ein Kondor, der an einer verschluckten Münze stirbt. Ein solcher Fall ist extrem selten, so wie der Kondor selbst. Jeder Todesfall ist eine Tragödie für diese gefährdete Art. Ein Aussichtspunkt am südlichen Rand des Grand Canyon.
Besucher werfen Münzen in den Abgrund, damit ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Dieses Beispiel demonstriert die Gedankenlosigkeit, aber auch die Macht des Menschen, selbst auf einen so gewaltigen Naturraum wie den Grand Canyon Einfluss zu nehmen. Sei es durch ein riesiges Bauwerk wie einen Staudamm oder durch eine unscheinbare kleine Münze. Die Expedition ist inzwischen in die innere Schlucht vorgedrungen. Bis hierher hat sich der Colorado River immer tiefer durch die Zeit gegraben, durch immer ältere Gesteinsschichten. Aber auf einmal gibt es eine Lücke von 1 Milliarde Jahren in der geologischen Abfolge. Das ist eines der geologischen Rätsel des Grand Canyon. Dieses Gestein ist 1,7 Milliarden Jahre alt. Und dieses hier nur 525 Millionen. Die Grenze hier repräsentiert 1 Milliarde Jahre Erdgeschichte, die in diesem Teil des Grand Canyon wie weggewischt ist. Die Lücke zwischen den Gesteinsschichten nennen wir die große Diskordanz. Dabei handelt es sich um ein weltweites Phänomen. Im Grand Canyon tritt es jedoch besonders deutlich zutage. An vielen Stellen des Globus findet sich dieselbe Lücke von 1 Milliarde Jahren in der Schichtenfolge. Das entspricht einem Viertel der gesamten Erdgeschichte. In diesem Zeitraum verschoben sich Kontinente. Gebirge kamen und gingen. Ozeane füllten und leerten sich. Und es kam zu gigantischen Vulkanausbrüchen. Von all dem findet sich hier keine Spur mehr. Doch etwas hat die gewaltige Lücke in der Erdgeschichte überwunden. Das Leben. Die Wissenschaftler können nur vermuten, wie sich während der verschwundenen Milliarde Jahre aus einfachen Bakterien komplexe Lebewesen entwickelten. Die Expedition suchte nach Antworten. Doch die Fragen, die die große Diskordanz aufwirft, werden wohl noch länger offen bleiben. Nach 2 Wochen und 450 Kilometern nähert sich die Reise ihrem Ende. Die Boote müssen die letzten großen Stromschnellen überwinden. Lava Falls. Der wilde Ritt erinnert die Forscher noch einmal an die unwiderstehliche Kraft, die dieses einzigartige Naturwunder schuf. Jenseits der Lava Falls haben sie das Wildwasser endgültig hinter sich. Die Felswände weichen langsam zurück und machen wieder den Wüstenhochebenen von Arizona Platz. Eine abenteuerliche Reise durch eine der eindrucksvollsten Landschaften der Erde ist vorüber. Die Forscher haben viel gelernt. Wie sich die ersten Bewohner hier niederließen und überlebten. Wie sich menschliche Eingriffe in die Natur des Canyons auswirken. Wie die Pflanzen hier mögliche Klimagefahren anzeigen. Und sie setzen alles daran, dass der Grand Canyon auch in Zukunft Amerikas Naturjuwel bleibt.